Jacques Cousteau nannte die Meere einst schweigende Welt. Doch still ist es unter Wasser keineswegs. Wellen, Regen und Blitze, aber auch Seebeben und Eisbewegungen bilden natürliche Klanglandschaften im Meer. Der Lärm von Schiffen, Sonaren oder Explosionen sowie das Dröhnen bei Rammarbeiten für Offshore-Anlagen beeinträchtigen alle Meeresbewohner. Lasst uns einen Blick in die Ostsee werfen. Täglich verursachen viele hundert Schiffe einen ständigen Lärm unter Wasser. Der Krach stört die in der Ostsee lebenden Schweinswale. Mit ihren Klicklauten orientieren sie sich, kommunizieren sie untereinander und spüren sie Nahrung auf. Um Luft zu holen, kommen sie etwa einmal pro Minute an die Wasseroberfläche. Nähert sich ein Schiff oder eine Schnellfähre, verscheuchen diese mit dem Lärm ihrer Motoren, Propeller und Echolote die Schweinswale. Sie fliehen zum Meeresboden. Gestresst schlagen sie mit ihrer Schwanzflosse, denn erst wenn das Schiff vorbeigefahren ist, können sie wieder auftauchen und Luft holen, nach Nahrung jagen oder mit Familienmitgliedern kommunizieren. Wie kann dem Schweinswal geholfen werden? Um dem Lärm zu entkommen, können Schweinswale und andere Meeresbewohner in Schutzgebiete ausweichen. Dort sind Schiffsverkehr, Rammungen und Explosionen weitgehend verboten. Doch an der deutschen Ostseeküste und auch weltweit gibt es zu wenige solcher beruhigten Gebiete. Zusammen mit seinen Partnern setzt sich das Deutsche Meeresmuseum für die Ausweisung neuer, größerer und miteinander vernetzter Meeresschutzgebiete ein. Macht mit! Gemeinsam wollen wir kein Lärm mehr.